Für den ärztlichen Leichenbeschauer handelt es sich bei der Todesursache um einen Unfall. Doch die Polizei ist anderer Meinung. Erst 3 Jahre später stellt sich die Wahrheit heraus und wirft die Frage auf, wie verlässlich eine Autopsie ist. Paterson, New Jersey, ist ein industrieller Vorort von New York City. Verbrechen sind keine Seltenheit in dieser Stadt. Einer der ungewöhnlichsten Fälle ereignet sich im Jahr 1980. Für mich war es der fesselndste Fall, den ich jemals hatte. Der 29 Jahre alte Frankie Pullian wird in einer menschenleeren Gegend tot unter einem Auto gefunden. Offensichtlich hat der Fahrer des Wagens den jungen Mann überrollt, ist vom Unfallort geflüchtet und hat sein Auto zurückgelassen. Frankie Pullian arbeitet für ein Bestattungsunternehmen. Zuvor hat er seinen Dienst im US-Militär geleistet. Er erledigte Botengänge für das Bestattungsunternehmen. Es war eins der erfolgreicheren schwarzen Unternehmen in Paterson. Die Polizei findet heraus, dass das Unfallfahrzeug einen Monat zuvor gestohlen worden ist. Der Besitzer ist ein pensionierter Polizeibeamter, der in der Nähe wohnt und für den vorangegangenen Abend ein Alibi hat. Er war ein älterer Gentleman, unvorstellbar, dass er in die Sache verwickelt war. Um den Zeitpunkt des Unfalls zu bestimmen, kontrollieren die Beamten die Berichte der Polizisten, die in dieser Nacht Streife fahren, und machen eine wichtige Entdeckung. Am frühen Morgen, so gegen 4 Uhr, fuhr ein Streifenwagen genau durch diese Gegend. Und zu dieser Zeit befanden sich weder der Maverick noch die Leiche dort. Da Frankies Leiche gegen 6 Uhr morgens gefunden wird, muss der Unfall in der Zeit zwischen 4 und 6 passiert sein. Aber aus welchem Grund ist Frankie Pullian zu dieser frühen Zeit in dieser verlassenen Gegend zu Fuß unterwegs? Das war bestimmt kein Ort, an dem man spazieren geht, aber mit Sicherheit ein guter Platz für ein Verbrechen. Es war dunkel dort und sehr unwahrscheinlich, dass jemand vorbeikommt. Seine Leiche wird sofort zu dem Beerdigungsinstitut gebracht, in dem er gearbeitet hat. Dort führt ein Mediziner die Autopsie durch. Eine gebräuchliche Vorgehensweise zu dieser Zeit. Passaic County hatte kein Leichenschauhaus, also schlossen sie Verträge mit diversen Bestattungsunternehmen, die diese Aufgabe übernahmen. Der staatliche Leichenbeschauer kommt zu dem Schluss, dass Frankie an den schweren Verletzungen gestorben ist, die er sich bei der Kollision mit dem Fahrzeug zugezogen hat. Aufgrund der Verletzungen, die der Leichenbeschauer feststellte, konnte es nichts anderes als ein Unfall mit Fahrerflucht sein. Doch trotz des Autopsieberichtes zweifeln die Ermittler. Einige Dinge am Unfallort wirken inszeniert. Das Auto befand sich am Ende einer Sackgasse. Ich weiß nicht, wie der Fahrer es geschafft hat, auf dieser kurzen Distanz genug Geschwindigkeit aufzunehmen, um jemanden zu überfahren. Das gestohlene Fahrzeug wird auf Hinweise untersucht, die mehr über die Identität des Fahrers aussagen sollen. Doch es lassen sich nicht einmal auf dem Lenkrad Fingerabdrücke sicherstellen. Allerdings finden die Beamten Blut im Inneren des Wagens. Verdächtigerweise auf der Beifahrerseite. Auf einmal wurde es interessant. Der Fokus der Ermittlungen ändert sich schlagartig. Um herauszufinden, ob es sich bei Frankie Pullians Tod tatsächlich um einen Unfall handelt, ziehen die Polizisten Walter Suhaka zu Rate. Ein national anerkannter Experte im Bereich der Unfallrekonstruktion. Zum Glück gibt es viele Fotos vom Unfallort. Und das, was Suhaka auf den Aufnahmen nicht sieht, spricht Bände. Hinter dem Wagen waren keine Bremsspuren zu sehen. Jeder Autofahrer, der Gefahr läuft, einen Fußgänger zu überfahren, würde mit aller Kraft auf die Bremse treten. Aber es gab keine Bremsspuren. Genauso wenig zeigt die Front des Wagens irgendwelche Schäden, die durch solch einen Aufprall normalerweise verursacht werden.
Joachim Morawski ist Unfallanalytiker. Er ist darauf spezialisiert, Unfallvorgänge anhand von Spuren und Beschädigungen zu rekonstruieren. Ein Fußgänger, der von einem Pkw erfasst wird, hinterlässt am Fahrzeug ganz charakteristische Beschädigungen. Die Beine des Fußgängers beschädigen die vordere Stoßstange, die Hüfte trifft auf die Motorhaubenvorderkante und anschließend schlägt der Fußgänger mit dem Kopf in die Windschutzscheibe ein, bei höheren Anprallgeschwindigkeiten, was dort eine ausgeprägte Bruchspinne in der Scheibe verursacht. Auch die Position der Leiche unter dem Auto ergibt keinen Sinn. Wenn ein erwachsener Fußgänger von einem Pkw angefahren wird, erfolgt der Erstkontakt unterhalb des Körperschwerpunkts. Dadurch wird der Fußgänger in eine Drehbewegung versetzt und er wird auf die Motorhaube aufgeladen. Ein erwachsener Fußgänger in einer halbwegs normalen Position, Gehposition auf der Fahrbahn, kann niemals von einem Pkw überrollt werden, ohne dass er zuvor auf die Motorhaube aufgeladen worden ist. Seltsamerweise sieht es so aus, als ob der Mantel des Opfers durch den Zusammenprall vom Körper gerissen wurde. Doch laut Suhaka kann das nicht eine Folge des Unfalls sein. Wie kommt der Mantel dorthin? Und dann lag da noch eine Uhr, aber ohne Armband. Das machte einfach alles keinen Sinn. Das Widersprüchlichste aber sind Blutstropfen in der Reifenspur hinter dem Auto. Wenn Frankie tatsächlich von der Wagenfront erfasst worden und unter dem Auto liegen geblieben ist, müsste sich sein Blut vor und nicht hinter dem hinteren Reifen befinden. Außerdem findet der Unfallexperte weitere Blutspritzer im Inneren des Wagens, an der Windschutzscheibe und einer Zierleiste an der Beifahrertür. Bei einer Kollision von Fahrzeug und Passant würde man keine Blutspritzer im Inneren des Autos finden. Ich schlug vor, den Toten zu exhumieren, um herauszufinden, welche Verletzungen er tatsächlich hat. Da offiziell Unfall als Todesursache feststeht, dauert es 3 Jahre, bis die Behörden die Leiche zur Exhumierung freigeben. Dr. Geetha Natarajan führt die zweite Autopsie durch. Sie ist Rechtsmedizinerin und arbeitet als staatliche Leichenbeschauerin. Zuerst fiel mir der Grad der Verwesung auf und dass die Leiche insgesamt recht unversehrt aussah. Besonders auffällig war, dass die Körperoberfläche keine Verletzungen aufwies. Es gab keine Blutergüsse oder Schürfwunden, wie man es nach dem Zusammenstoß mit einem Auto erwarten würde. Auch Dr. Andrea Schultes ist Rechtsmedizinerin und hat schon viele Opfer von Verkehrsunfällen obduziert. Die Verletzungen sind dabei in der Regel typisch. Wenn ein Fußgänger von einem Auto angefahren wird, werde ich natürlich typischerweise erstmal im Bereich beider Unterschenkel oder einem Unterschenkel Verletzungen feststellen. Dann, wenn die Person aufgeladen wird auf das Auto, Verletzungen im Bereich der Schulter, Knochenbrüche und wenn bei hohen Geschwindigkeiten die Person abgeworfen wird über das Auto, dann zudem auch schwere Kopfverletzungen, die relativ breitflächig sein können, mit schweren Platzwunden im Bereich des Schädels und natürlich auch des Rumpfes. Dr. Natarajan entdeckt 4 lineare Brüche auf der Rückseite des Schädels. Einer davon ist kreisförmig und flach und steht nicht im ersten Autopsiebericht. Durch den Aufprall auf ein Auto kann solch ein hammerförmiger Abdruck im Schädel nicht entstehen. Bei Verletzungen im Bereich des Kopfes würde ich erwarten, dass ich ausgedehnte Bruchsysteme im Bereich des Schädelknochens habe. Allein durch das Aufschlagen des Kopfes auf dem Boden, möglicherweise dann mit ausgedehnten schweren Kopfplatzwunden. In der Wunde stecken außerdem kleine Holzsplitter. Unter einem Auto oder in der Front gibt es keine Holzverkleidung. Warum sind dann Holzsplitter im Schädel? Davon stand nichts im ersten Autopsiebericht. Ich bezweifle sogar, ob damals während der ersten Obduktion der Schädel komplett untersucht wurde. Der Körper weist auch keine gebrochenen Gliedmaßen auf. Und das ist extrem unwahrscheinlich, wenn ein Fußgänger von einem Auto erfasst wird. Daher ändert Dr. Natarajan die offizielle Todesursache. Aus dem Unfall wird Mord. Nun stellt sich die Frage, warum die Verletzungen während der ersten Autopsie übersehen werden konnten.
Der Leichenbeschauer, der die Sektion durchführte und den Totenschein ausstellte, war kein forensischer Pathologe. Er war noch nicht einmal Pathologe, sondern Allgemeinmediziner. Er hat nach bestem Wissen gehandelt, aber letztlich kannte er sich weder im Bereich der Pathologie noch in der forensischen Pathologie aus. Außerdem wurde die Obduktion im Beerdigungsinstitut von Lee White, dem Arbeitgeber des Opfers, durchgeführt. Offensichtlich hat White bereits mit der Untersuchung begonnen, bevor der Leichenbeschauer eingetroffen war. Der Arzt erinnerte sich daran, dass Mr. White ihn anrief und sagte: Doc, ich fange schon mal an. Und wenn Sie kommen, dann sind die Organe schon draußen. Also in Deutschland ist es üblich, dass die Obduktion durch den Staatsanwalt oder das Gericht angeordnet wird. Solange der Auftrag nicht da ist, darf ein Rechtsmediziner mit der Obduktion nicht anfangen. Gerichtliche Sektionen werden üblicherweise in Deutschland durch Rechtsmediziner durchgeführt. Klinisch-wissenschaftliche Obduktionen werden durch Pathologen durchgeführt. Das aber auch nur dann, wenn das Einverständnis der Angehörigen vorliegt bzw. die Leichenfreigabe durch die Staatsanwaltschaft erfolgt ist. Die Ermittler vermuten nun, dass der Leichenbeschauer keine richtige Autopsie durchgeführt hat, da er davon ausgegangen ist, dass es sich um einen Unfall mit Fahrerflucht handelt. Ganz im Gegensatz zur Polizei. Sie weiß jetzt, dass Frankie Pullian umgebracht wurde. Allerdings fehlt ihr vom Täter noch jede Spur. Zweimal wird die Leiche von Frankie Pullian einer Obduktion unterzogen. Direkt nach seinem Ableben und 3 Jahre später. Das Ergebnis der ersten Untersuchung lautet, dass er durch einen Autounfall gestorben ist. Die zweite Autopsie belegt allerdings, dass Frankie zuerst mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen und seine Leiche anschließend unter das Fahrzeug gelegt wurde. Wenn wir damals diese Informationen gehabt hätten, wären die Ermittlungen sofort in eine ganz andere Richtung gelaufen. Die Fotos liefern den Nachweis, wo Frankie Pullian getötet worden ist. Als ich anfing, die Berichte zu lesen, stand da etwas von Blutspuren im Inneren des Autos. Das machte keinen Sinn. Aber es stand fest, dass sich Blutspritzer an der Windschutzscheibe und dem Armaturenbrett befanden. Das Blut aus dem Auto wird serologischen Tests unterzogen. Es hat die Blutgruppe 0, die gleiche Blutgruppe wie das Opfer. Jetzt beginnen die Ermittler, nähere Informationen aus dem Leben Frankie Pullians zusammenzutragen. Es erscheint ihnen seltsam, dass jemand, der weniger als $10.000 im Jahr verdient, 9 verschiedene Lebensversicherungen mit einem Gesamtwert von knapp $1 Million abgeschlossen hat. Es ist ungewöhnlich, dass sich jemand für knapp $1 Million versichert und kurze Zeit darauf stirbt. Da schellen bei mir alle Alarmglocken. Die Versicherungsbeiträge belaufen sich auf $3.500 jährlich, fast das halbe Jahresgehalt von Frankie Pullian. Zuerst denkt man, dass das nicht sein kann. Gelinde gesagt, es ist total merkwürdig. Aber zweifellos entsteht der Verdacht, dass es sich um einen Versicherungsbetrug handelt. Nur, wer profitiert von den Lebensversicherungen? Ein Nutznießer ist Frankies Chef Lee White. Es war sehr verdächtig, seinen Angestellten so hoch und mit so vielen Policen zu versichern. Das ergab jetzt ein Motiv für die Tat an Frankie Pullian. Eine Frau namens Erna Boone erhält ebenfalls Geld aus den Versicherungen. Auf der Police ist sie als Frankies Schwester eingetragen. Nachforschungen ergeben jedoch, dass Frankie gar keine Schwester hat und Boone der Mädchenname von Whites Ehefrau ist. Zwei Freunde von Lee White, Lawrence Scott und William Brown, bekommen ebenfalls Geld aus den Versicherungen. Brown ist bereits einmal wegen Versicherungsbetruges verurteilt worden. Lawrence Scott und William Brown gehörten zum Beerdigungsunternehmen und waren mit Mr. White befreundet. Beide profitierten von den Policen. Sie sollten angeblich Cousins sein, aber das waren sie nicht. Zufälligerweise enthalten die Lebensversicherungen eine Klausel, die besagt, wenn der Versicherungsnehmer durch einen Unfall stirbt, werden $350.000 extra gezahlt. Die letzte Police wird genau 5 Tage vor Frankies Tod abgeschlossen.
Aus seinen Krankenunterlagen lässt sich entnehmen, dass Frankie aufgrund neurologischer Probleme aus dem Militärdienst verabschiedet worden ist. Ich glaube, er wurde nach 6 bis 8 Monaten aus dem Dienst entlassen, da er die Tests nicht bestand, die von ihm verlangt wurden. Doch der Mann, der die zum Abschluss der Versicherung erforderlichen Gesundheitsuntersuchungen absolviert, leidet unter keiner neurologischen Störung. Derjenige, der vorgab, Frankie Pullion zu sein, war gesund und fit. Es handelte sich nicht um die gleiche Person. Und noch etwas ist sehr verdächtig. Die Person, die sich als Mr. Pullion vorstellte, hatte Notizen dabei. Jedes Mal, wenn er etwas zu seinem Leben gefragt wurde, schaute er auf die Zettel. Das sollte einen doch argwöhnisch machen. Tat es aber anscheinend nicht. Ein Schriftsachverständiger vergleicht handschriftliche Proben von Frankie mit der Unterschrift auf der Lebensversicherung. Für ihn ist sofort klar, es handelt sich bei der Signatur um eine Fälschung. Also hat sich ein Fremder gegenüber dem Versicherungsvertreter als Mr. Pullion ausgegeben. Das ist schon verrückt. Du schaust dir alles an und auf einmal wird dir klar, dass hier etwas ganz falsch läuft. Als Mr. White von der Polizei verhört wird, gibt er den Abschluss der Lebensversicherungen zu, beteuert jedoch, nichts mit dem Tod von Frankie zu tun zu haben. Plötzlich meldet sich eine Zeugin. Sie sagt aus, dass sie den Unfallwagen am Abend vor dem Mord gesehen hat, geparkt vor dem Beerdigungsunternehmen von Lee White. Menschen sind geldgierige Wesen und die Aussicht auf 1 Million Dollar macht sie gewissenlos. Sie würden alles tun, um schnell an Geld zu kommen. Die Polizei glaubt, dass Lee White der Kopf der Gruppe ist. Er hat das Verbrechen schon Jahre im Voraus geplant. Der einzige Grund, Frankie in seiner Firma einzustellen, ist der, ihn später umzubringen. Es ist sehr traurig, aber offensichtlich, dass diese Menschen in ihm das Opfer fanden, das sie brauchten. Sie benötigten jemanden, den niemand vermisst und dessen Tod keine unangenehmen Fragen von Angehörigen nach sich ziehen würde. Lee White ist derjenige, der die vielen Lebensversicherungen auf Frankie Pullion abgeschlossen und einen Schwindler zu den benötigten Gesundheitsuntersuchungen geschickt hat. In der Nacht vor dem Verbrechen sieht eine Zeugin das in den Unfall verwickelte Fahrzeug vor dem Beerdigungsinstitut von White stehen. Die Beweise lassen vermuten, dass der Täter Frankie in das gestohlene Fahrzeug lockt und ihn dann von hinten erschlägt. Dabei spritzt Blut an die Windschutzscheibe, das Armaturenbrett und die Chromleiste am Boden auf der Beifahrerseite. Anschließend legen die Täter seine Leiche auf die Straße und überfahren sie. Dadurch entstehen Blutspuren hinter dem Fahrzeug. Und sie machen noch einen weiteren Fehler, indem sie die Kleidung und die Schuhe ihres Opfers an falsche Stellen legen. Lee White ist sich sicher, dass die Leiche seines Mitarbeiters in sein Institut gebracht wird, um dort die Autopsie durchzuführen. Er weiß auch, dass er mit der Obduktion beginnen kann, ohne den Verdacht des Leichenbeschauers zu erregen. Denn dieser stellt offensichtlich keine großen Anstrengungen an, um selbst die Todesursache festzustellen. Er hat sich weder den Unfallort noch das Auto angeschaut. Er sprach auch nicht mit den Beamten vor Ort, genauso wenig wie er sich die Fotos oder die Kleidungsstücke des Opfers ansah. Er machte nichts von dem, was man bei einer korrekt durchgeführten Autopsie erwarten würde. Die Polizei ist davon überzeugt, dass Lee White Frankie deshalb als Opfer aussucht, weil dieser alleinstehend ist und auch keine Verwandtschaft in der Nähe hat. Der Chef des Bestattungsunternehmens und seine mutmaßlichen Komplizen werden des Mordes und des Versicherungsbetruges beschuldigt. Doch die Angeklagten machen geltend, dass es keinen handfesten Beweis gibt, der sie mit dem Mord in Verbindung bringt. Die Ermittler stimmen dem zu, dennoch sind sie der Meinung, dass die vorhandenen Indizien die Beschuldigten schwer belasten.
Du weißt, dass es sich um vorsätzlichen Mord handelt, der als Unfall inszeniert wurde. Und dir ist klar, dass da vier Menschen mit dieser Unfalltheorie an über 900.000 Dollar kommen wollen. Du fügst alle Teile zusammen und am Ende steht ein Motiv: Mord aus Habgier. Tragischerweise ist Frankie Pullian die ganze Zeit über ein unbeteiligter Beobachter in seinem eigenen Mordfall. Er glaubte immer an das Gute im Menschen. Lee White, Lawrence Scott und William Brown werden des vorsätzlichen Mordes und des Versicherungsbetruges schuldig gesprochen. Alle drei erhalten eine lebenslange Haftstrafe. Das war der faszinierendste Fall, den ich in meiner langen Laufbahn als Richter hatte. Das Rätsel, wer es getan hat, bleibt ungelöst. Drei wurden verurteilt. Aber wer hat's getan? Niemand hat irgendwelche Informationen preisgegeben, die Rückschlüsse darauf zuließen, wer Frankie Pullian tatsächlich ermordet hat. Die zwingende Schlussfolgerung war, dass diejenigen, die von den Versicherungen profitieren würden, auch für seinen Tod sorgen mussten. Wir können nicht beweisen, dass sie ihn mit ihren eigenen Händen umgebracht haben oder wer es getan hat, aber sie haben sich gemeinsam verschworen, es zu tun. Erna, Lee Whites Frau, wird wegen Betruges auf Bewährung verurteilt. Beinahe wären Lee White und seine Komplizen mit einem kaltblütigen Mord davongekommen. Doch ihre Geldgier und die Beweise, die sie am Tatort zurückgelassen haben, haben die Wahrheit ans Licht gebracht. Wenn Frankie Pullian nicht so kurz nach Abschluss der Versicherungen gestorben wäre, hätte wahrscheinlich niemand Verdacht geschöpft. Sie haben sich selbst ein Bein gestellt, weil sie so schnell an das Geld wollten. Letztendlich beruht alles auf forensischer Beweisführung. Und die Forensik lügt nie. Sie ist, was sie ist. Der See ist tief, die Nacht ist dunkel und der Zusammenprall endet in einem tödlichen Drama. Kleine Farbplättchen, ein winziges Stück Schaumstoff und die Art der tödlichen Wunde sind die einzigen Hinweise, die die Ermittler haben, um den tragischen Fall zu lösen. Nach indianischer Legende streicht der große Geist mit seiner Hand über das Land und an dieser Stelle entstehen die Finger Lakes im Staate New York. Der größte See, der Lake Cayuga, hat eine lange, schmale Form und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Die Leute gehen dort schwimmen, machen Picknick, grillen oder feiern ihren Geburtstag. Jeder geht in den Park. Im Sommer ist der See überfüllt mit Wassersportlern, Booten und Jetskis. Um Mitternacht an einem Freitagabend entscheidet sich Harry Yule spontan, einen Ausflug mit seinem neuen Boot zu machen. Harry ist Stockcar-Fahrer und eine lokale Größe. Sein Spitzname lautet Hurricane Harry. Harry liebte den See. Er schwamm gerne. Er liebte einfach alles, was mit dem See zu tun hatte. Gegen 2 Uhr morgens legt Harry am Ufer an, damit zwei seiner Freunde aussteigen und auf Toilette gehen können. Die 18-jährige Nasreen Raza bleibt mit Harry zurück an Bord. Ich saß vorne am Bug, soweit ich mich erinnere. Von dort aus hat man die beste Sicht. Also ich glaube, dass ich dort gesessen habe. Es ist eine laue Nacht. Der See liegt ruhig da. Es gibt keinen Grund für Harry, sein Boot zu verankern. Doch während sie auf die Rückkehr ihrer Freunde warten, driftet es vom Ufer ab. Auf einmal hören die beiden einen lauten Krach. Harry steht auf und plötzlich gibt es einen heftigen Zusammenprall. Überall war Blut. Ich dachte, ein riesiges Monster taucht aus dem See auf und beißt meinen Arm ab. Harry Yule ist auf der Stelle tot. Er wurde nur 27 Jahre alt.
Er starb sofort. Wahrscheinlich stand er auf, um nachzusehen, was dort vorging. Und dann wurde er im Dunkeln von diesem massigen Gegenstand getroffen. Nazreen verliert sehr viel Blut, aber sie überlebt und wird sofort ins nächste Krankenhaus gebracht. Ihr Arm war fast abgerissen, zerschreddert. Die Ärzte taten, was sie konnten, um ihn zu retten und ihn nicht amputieren zu müssen. Da sich niemand meldet, der die Verantwortung für die Kollision übernimmt, kontrolliert die Polizei sämtliche Boote auf und am See. Über 1200 Stück. Sie ist sich sicher, dass ein Boot in den Unfall verwickelt gewesen ist. Sie fuhren den See auf und ab, um Hinweise zu finden. Es gibt so viele Zugangsstellen für Boote am Lake Cayuga. Daher war es völlig unklar, an welchem Steg das Boot ins Wasser gelassen und wieder herausgeholt wurde. Ein reines Rätselraten. Um sich nicht nur auf Vermutungen stützen zu müssen, engagiert die Polizei einen Experten für Unfallrekonstruktion. Ohne Zweifel ereignete sich eine entsetzliche Tragödie in dieser Nacht auf dem See. Und die Person, die sie verursacht hat, verschwand einfach von der Bildfläche, ohne sich zu kümmern. Die Suche nach Beweisen gestaltet sich schwierig. Der Lake Cayuga gehört zu den tiefsten Seen im Land und seine Strömungen sind unberechenbar. Alles ist ständig in Bewegung. Wenn irgendwelche Trümmer im Wasser liegen, driften sie ab oder sinken auf den Boden. Der See hinterlässt keine Spuren. Alle Hinweise werden ausgelöscht. Da bleibt kaum etwas übrig, um festzustellen, wohin der Täter fuhr, woher er kam und was für eine Geschwindigkeit er hatte. Diese Bedingungen führen dazu, dass der Bootsunfall, bei dem Harry Yule ums Leben kommt und seine Mitinsassin Nazreen Raza schwer verletzt wird, einige ungewöhnliche Wendungen erfährt. Ich bin vor Ehrfurcht erstarrt, als ich das Boot zum ersten Mal sah. Es sah aus, als sei etwas mitten durch das Boot gepflügt. An der Stelle, wo vorher der Bug war, befand sich ein V-förmiges Loch, als ob irgendetwas genau dort durchgefahren ist. Bei der Untersuchung des Unglücksbootes stellt sich heraus, dass Harry die gesetzlich vorgeschriebene Beleuchtung nicht anhatte. Die Buglampen haben nicht geleuchtet. Die Schalter dafür waren umgelegt. Und in der Vorrichtung des Ankerlichtes steckte ein Gummipfropfen. Offensichtlich war das Boot an diesem Abend komplett unbeleuchtet. Auf der Oberseite des Wracks verlaufen etliche Schnittspuren. Einige davon ziehen sich tief durch die Polsterung der Sitze. Die Schnitte stammen von einer sich drehenden Propellerschraube. Daher muss das gesuchte Boot über Harrys Motorboot gefahren sein. Das verdächtige Seefahrzeug war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Dabei hob sich der Bug zeitweise aus dem Wasser. Bei dem Aufprall schleuderte es die Front in einem 45-Grad-Winkel in die Luft. Laut der medizinischen Untersuchung stammen die Wunden am Körper von Nazreen ebenfalls von einer Schraube. Die Ermittler machen eine weitere Entdeckung. Das geschossförmige Loch in der Bordwand, im vorderen Teil von Harrys Boot, stammt vom Motor des gesuchten Bootes. Das Loch im Schiffskörper sagt uns, dass es ein Inboard-Außenbordmotor war. Und dass sie mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs waren. Denn sonst hätten sie nicht durch das Fiberglas rasen und ihren Weg über das Unglücksboot fortsetzen können. Weitere Informationen über das Seefahrzeug der Täter liefert die Autopsie von Harry Yule. Der Pathologe findet kleine weiße Farbplättchen in Harrys Wunden. Das lässt erahnen, wie schnell und heftig der Zusammenstoß gewesen sein muss, dass solche Beweisstücke in den Wunden zurückblieben. Ein weiteres Detail im Autopsiebericht erregt die Aufmerksamkeit der Ermittler. In den Wunden lassen sich keine maritimen Organismen nachweisen. Das ist sehr aufschlussreich. Das bedeutete, das gesuchte Wasserfahrzeug war sehr sauber oder noch wahrscheinlicher, es wurde auf einem Anhänger transportiert. Boote, die auf Anhängern liegen, können leichter gereinigt werden. Oder die Organismen trocknen an der Luft aus und waschen sich beim nächsten Mal ab. Die Ermittler wissen nun, dass sie nach einem beschädigten weißen Boot mit V-förmigem Schiffsrumpf und einem Inboard-Außenbordmotor suchen müssen. Es hat eine defekte Schraube
und liegt nicht im See, sondern befindet sich auf einem Anhänger. Mit diesen Informationen geht die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe. Alle gingen auf Verbrecherjagd. Das Opfer war schließlich eine lokale Berühmtheit. Doch niemand wusste genau, was passiert war. Ja, es war ein öffentliches Ereignis. Bereits einen Tag später meldet sich ein Anrufer bei der Polizei. Er hat ein beschädigtes Boot entdeckt, auf das die Beschreibung zutrifft. Es war am Bug beschädigt. Und auf der einen Seite befanden sich frische Kratzer in der Farbschicht des Bootes. Auf dem Armaturenbrett neben der Gangschaltung klebte ein kleiner Tropfen Blut. Direkt dort, wo der Fahrer sitzt. Das Boot wird beschlagnahmt und untersucht. Jeder dachte, der Fall ist gelöst. Wir haben den Übeltäter gefunden und das gesuchte Boot steht direkt vor uns. Forensische Tests ergeben allerdings, dass die Farbe des beschlagnahmten Bootes nicht mit der aus Harry Yules Wunden übereinstimmt. Außerdem zeigt das Propellerblatt keine nennenswerten Schäden. Und auch die DNA-Analyse des Bluttropfens liefert ein negatives Ergebnis. Das Blut stammt weder von Harry noch von Nasreen. Die forensischen Beweise lieferten kein Ergebnis, außer dass es sich nicht um das gesuchte Boot handelte. Die Ermittlungen werden wieder aufgenommen. Unter Hochdruck geht die Suche weiter, denn mit jedem Tag gewinnt der Täter mehr Zeit, um sein Verbrechen zu vertuschen. Harry Yule, das Opfer eines der schwersten Bootsunglücke in der Geschichte der Finger Lakes in New York State, wird beerdigt. Zu seinen Ehren findet ein Stockcar-Rennen auf der heimischen Rennstrecke statt. Seine Mitinsassin Nasreen Raza überlebt den Unfall, doch ihr rechter Arm wird nie wieder voll funktionsfähig sein. Manchmal, wenn ich meinen Arm anschaue, sehe ich ein hässliches, verformtes Ding. Aber dann gibt es die Tage, an denen überkommt mich die Erinnerung. Dann denke ich, oh mein Gott, jemand ist gestorben, das hättest du sein können. Sich dem Tod so nah zu fühlen, ist einfach schrecklich. In der Hoffnung, weitere Anhaltspunkte über den Unfall zu bekommen, wenden sich die Ermittler per Radio, Fernsehen und Zeitungen an die Öffentlichkeit. Endlich, 4 Tage nach dem Unglück, meldet sich ein Mann im Polizeipräsidium und macht eine erstaunliche Aussage. Er fragte mich, was ich wüsste, und ich sagte, ich glaube, ich saß in dem Boot, das mit dem anderen zusammengeprallt ist. John Ottenschott sagt aus, dass er in einem Boot auf dem Lake Cayuga unterwegs war. Plötzlich ist das Boot, in dem er gesessen hatte, mit etwas zusammengestoßen. Er wusste aber nicht, um was es sich gehandelt hat. Es war so dunkel, wir konnten nichts sehen. Ich wusste sofort, dass wir keinen Baumstamm getroffen hatten. Dadurch wären wir nicht so weit aus dem Wasser abgehoben. Wir waren komplett in der Luft. Also war klar, dass wir etwas Großes gerammt hatten. Angeblich wenden die Männer, um nachzusehen, was sie getroffen haben. Da sie aber nichts finden können, fahren sie zum Steg, holen das Boot aus dem Wasser und machen sich auf den Nachhauseweg. Ottenschott nennt der Polizei den Namen des Fahrers. Es ist sein Arbeitskollege Floyd Wright. Er will mit ihm zur Polizei gehen, doch dieser weigert sich. Er sagte, ich will meinen Job nicht verlieren. Ich verliere den Job und das Haus. Und ich meinte, dieser Kerl hat sein Leben verloren. Das ist nicht richtig. Als Floyd Wright von der Polizei verhört wird, sagt er aus, dass er nicht weiß, womit sie zusammengeprallt sind. Das war ein Frontalzusammenstoß. Keine Ahnung, wir haben nichts gesehen. Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Wir hörten einen dumpfen Aufschlag, fuhren zurück, sahen aber nichts und hörten nichts. Und dann wollten wir schnell aus dem Wasser. Wir wussten ja nicht, welchen Schaden unser Boot hatte.
Es fällt schwer zu glauben, dass Mr. Wright nicht die Schreie der Insassin aus dem anderen Boot gehört hat. Wir haben Zeugen, die am Ufer standen, also mehrere hundert Meter entfernt, die ihre Hilfeschreie hörten. Wright gibt zu, dass er an diesem Tag Alkohol getrunken hat, aber nicht so viel, dass er etwas gemerkt habe. Ich bin gefahren. Daher habe ich vielleicht 5 oder 6 Bier den Tag über getrunken. Aber die meiste Zeit gab's Pepsi. Die Polizei untersucht das Grundstück von Floyd Wright und findet das Boot in seiner Scheune. Man konnte sofort sehen, dass das Boot bereits repariert worden war. An einigen Stellen passte das verwendete Material nicht zum Original Fiberglas. Und verschiedene Bereiche waren weiß überlackiert. Sämtliche Beweise, wie Blutspuren oder ähnliches, sind somit vernichtet, vom Schiffskörper entfernt und überstrichen. Die Schraube ist ebenfalls abmontiert, liegt aber noch defekt in der Scheune. Alle 3 Schraubenblätter waren stark beschädigt, verbeult und aufgerissen. Auf den Schraubenblättern lässt sich, erwartungsgemäß, weder Blut noch menschliches Gewebe nachweisen. Das Seewasser wäscht alle Spuren ab. Erstaunlicherweise finden die Ermittler jedoch ein winziges Stück Schaumstoff. Es steckt in einem kleinen Riss in der Schraube. Es war wie ein kleines Wunder, dass dieses Stück in der Schraube stecken blieb, bei den Krafteinwirkungen. Spurenexperte Ron Stanbrough analysiert das Material unter einem Mikroskop. Ich hatte nicht viel Probenmaterial, aber es war genug, um die erforderlichen Analysen durchzuführen. Bei starker Vergrößerung zeigen unterschiedliche Schaumstoffarten unterschiedliche Strukturen. Sie lassen sich dadurch deutlich voneinander unterscheiden. Die Schaumstoffprobe aus der Schraube ähnelt in ihrer Struktur dem Polstermaterial von Harry Yules Boot. Daher benutzt der Spurenexperte im nächsten Schritt ein Verfahren, das Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie genannt wird. Durch das Material wird Infrarotlicht geschickt. Das regt die Moleküle der Substanz an und diese beginnen zu schwingen. Und dann misst man die Absorption des Rotlichts in der Probe. So lässt sich ein chemischer Fingerabdruck des Polyurethans aus beiden Proben herstellen. Sie waren nicht zu unterscheiden. Das bedeutete, beide Proben waren aus dem gleichen Material und mussten den gleichen Ursprung haben. Doch dieses Ergebnis allein ist nicht beweiskräftig genug. Daher vergleicht Stanbrough die Farbreste aus Harrys Wunden mit der Farbe von Floyds Boot. Dazu werden beide Proben auf 800 Grad Celsius erhitzt und anschließend vaporisiert. Die chemischen Komponenten beider Farbproben können jetzt im Massenspektrometer bestimmt werden. Und wieder ist die chemische Zusammensetzung beider Proben identisch. Die Proben waren nicht zu unterscheiden. Und das heißt, dass die Farbplättchen vom Boot stammten und die Proben somit den gleichen Ursprung hatten. Endlich verfügen die Ermittler über genügend forensische Indizien, um zu belegen, dass Floyds Boot den Unfall verursacht hat. Anhand der gesammelten Beweise können sie die Vorgänge in der Unglücksnacht rekonstruieren. Nach einer Fahrt über den See legt Harry Yule am Ufer an, damit 2 seiner Freunde aussteigen und auf die Toilette gehen können. Aus unbekannten Gründen vertäut er sein Boot nicht und driftet deshalb unbeleuchtet in die Fahrrinne ab. Floyd Wright und John Ottenshott geben zu, dass sie in dieser Nacht Bier getrunken haben. Sie behaupten, Harrys Boot nicht gesehen zu haben, da es keine Beleuchtung hatte. Die Bootsschraube zerfetzt Nasreens Arm und die Sitzpolster. Harry ist auf der Stelle tot. Sein Kopf wird vom Schiffsrumpf getroffen, wobei kleine Farbplättchen in den Wunden zurückbleiben. Sachverständige vermuten, dass Floyd tatsächlich umgedreht hat, um nachzusehen, was getroffen wurde. Dabei hat er den angerichteten Schaden gesehen und Nasreens Schreie gehört.
Dies wiederum bestreiten Floyd Wright und John Ottenshott. Wright zieht sein Boot aus dem Wasser und bringt es in seine Scheune, um dort mit den Reparaturen zu beginnen. Sie wussten genau, was sie getroffen hatten. Sie wussten es. Es ist nicht möglich, mit einem großen Boot zusammenzustoßen und zu denken, dass es sich um einen Baumstamm oder Treibholz gehandelt hat. Einfach lächerlich. Wären ihre Lampen am Boot angewiesen, wir hätten sie gesehen. Das garantiere ich, wir hätten sie gesehen. Es gibt keine Möglichkeit mehr nachzuweisen, wie hoch der Alkoholpegel im Blut von Floyd Wright in dieser Nacht gewesen ist. Im Staat New York wird der Handlungsspielraum der Staatsanwaltschaft dadurch empfindlich eingeschränkt. Man muss beweisen können, dass der Unfall aufgrund des Alkoholkonsums passiert ist. Die Gesetze im Staat New York verlangen das. Die Tatsache, dass er im Laufe des Tages ein paar Drinks hatte, bedeutet nicht zwangsläufig, dass das die Ursache für den Unfall war. Dieser Zusammenhang muss ohne jeden Zweifel bewiesen werden. Betrunken gewesen zu sein, sollte nicht bedeuten, dass man keine Verantwortung für etwas übernehmen muss, das man getan hat. Die Tatsache, dass er davongekommen ist, ohne für seine Trunkenheit bestraft zu werden, lässt die Frage aufkommen, ob es in unseren Gesetzen ein Hintertürchen gibt. Jemand kann im Rauschzustand den Tatort verlassen und wird nicht dafür belangt. Passenderweise besitzt Floyd Wright zur Zeit des Unfalls keinen Führerschein. Wegen Trunkenheit am Steuer ist er mit einem Fahrverbot belegt worden. Die Anklagepunkte gegen Floyd Wright lauten: Verursachen eines Unfalls mit Fahrerflucht und Vernichtung von Beweismaterial. Er selbst plädiert auf nicht schuldig. Doch das Gericht verhängt die Höchststrafe und verurteilt ihn zu 4 Jahren Haft ohne Bewährung. Der Punkt ist, er verletzt mich, hilft mir aber nicht. Er hätte mich verbluten lassen. Und darüber komme ich nicht hinweg. Natürlich ist da auch das Körperliche, aber schlimmer ist die Tatsache, dass ich jemanden mein Leben lang hassen werde. Und das ist kein gutes Gefühl für mich. Es macht das Herz so schwer. Niemand sollte einen anderen Menschen hassen. Ich mag es nicht, dass ich so fühle, aber ich kann nicht anders. John Ottenshott bekommt als Gegenleistung für seine Zeugenaussage Straffreiheit gewährt. Jetzt gibt er zu, dass sie betrunken gefahren sind. Ich würde schon sagen, dass wir betrunken waren. Wenn sie mich oder uns auf dem Nachhauseweg erwischt hätten, wären wir wegen Trunkenheit am Steuer dran gewesen. Mit Hilfe der kleinen Farbplättchen, der genauen Unfallrekonstruktion und ganz besonders durch das beweiskräftige Stückchen Schaumstoff, das in der Schraube hängen geblieben ist, konnte der Fall gelöst werden. Der wichtigste Beweis war das Stück Schaumstoff von Harrys Boot, welches an Floyd Wrights Propeller haften blieb. Damit stand fest, das war das Boot, das Harry getroffen und getötet hatte. Es ist erstaunlich, wozu die Wissenschaft in der Lage ist. Sonst hätte Aussage gegen Aussage gestanden. Das ist schon klasse, was die Wissenschaft leisten kann. Eine junge Frau wird ermordet. Was kann dieser Blutfleck verraten? Und total ausgebrannt. Wer kam in den Flammen tatsächlich um? Medical Detectives, die Crime.